So, die heutige Frage ist eine sehr weitschichtige Frage und ist, wie fange ich am besten mit dem Japanischlernen an? Tja, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, ja? Manche Leute fangen an mit Anime schauen, einfach so. Ob vielleicht lernen sie damit noch nicht effektiv Japanisch, aber sie gewöhnen sich zumindest schon mal an die Aussprache, an den Klang der Stimme. Ist auch sehr interessant und eigentlich sehr wichtig auch, egal welche Sprache es ist. Andere Leute fangen an mit Kanji. Einfach so, Kanji. Andere Leute fangen an mit irgendwelchen Vokabeln, ohne dass sie die Schrift können. Wieder andere Leute fangen mit Hiragana und Katakana an. Die meisten mit Hiragana. Und das ist auch das, was ich jetzt einmal vorschlagen würde. Was ich eigentlich bei mir im Unterricht als erstes unterrichte, ist eigentlich der Unterschied zwischen der deutschen und der japanischen Sprache, um ein bisschen aufzuzeigen, was gibt's da eigentlich, was ist wirklich so das Schwierige, was ist das Einfache, was erspare ich mir, was könnte ein bisschen komplizierter werden. Und dann fangen wir auch schon an mit den ersten Hiragana. Also die ersten 5 Hiragana, ich glaube, das habe ich schon mal hier gezeigt, dieses schöne Booklet hier, mit dem fangen wir im Kurs an. Die ersten 5 Hiragana einfach mal schreiben, also ich erkläre ganz genau, wie das funktioniert mit dem Schreiben. So, da sehen wir es vielleicht besser. Die Strichfolge erkläre ich, wie das eben mit dem Schreiben genau geht und warum das genauso geht und nicht anders. Und dann eben die ersten Vokabeln genau mit diesen 5 Hiraganern. Und dann gleich ein bisschen Grammatik dazu und dann gleich das erste Kanji, weil da ist das Wort für oben drinnen. Oben ist ein sehr einfaches Kanji. So, das hat die Aussprache Ue, das kann ich mit U und mit E schreiben. Die ersten 5 Silben sind Vokale. A, I, U, E, O. Ich mache eigentlich in der ersten Stunde eigentlich ziemlich viel. Also wir gehen die ganze Aussprache durch, wir gehen teilweise schon einige Grammatikpunkte durch. Und auch eben schon die ersten Vokabeln. Und ich erkläre eben zu jedem Vokabel eigentlich den Hintergrund dazu, wie man dieses Vokabel eigentlich genau verwendet, wer das verwendet, wer es vielleicht besser nicht verwenden sollte, ja, und was eigentlich dazwischen den Zeilen davor geht. Also wenn der Japaner das eine sagt, aber vielleicht was anderes meint oder einfach gar nicht sagt, einfach weglässt. Ja, Japaner verschweigen sehr viel, ja. Es ist im Japanischen sehr wichtig, eben dieses zwischen den Zeilen lesen. 100% perfekt zu beherrschen. Ja, das heißt, Hiragana war das ganze Lernen, die ganzen Wörter gleich dazu, ein bisschen einfache Grammatik dazu, dann die Katakana dazu, gleich einmal die ersten Zahlen dazu, also wir machen die ganzen Zahlen gleich einmal Anfang durch, ich habe ein paar lustige Wortspiele, die wir da machen, damit wir uns schön an die ersten Zahlen dran tasten können, dann kriegt sie immer die erste Hausaufgabe, eine von den ersten Hausaufgaben ist auch immer dann, sich selbst Zahlen zu überlegen und den anderen Leuten dann vorzulesen und jeder muss da genau mithören und aufschreiben, welche Zahl er gehört hat und muss dann nachher die Zahl wiedergeben, also schauen und Kontrolle, ob es wirklich das gehört hat, was die andere Person gesagt hat. Dann, wenn die Katakana dann auch sitzen, ja, also wir haben auch dort bei den Katakana wieder Silben, Silben, Silben und dann wieder erste Wörter damit, also genau das gleiche System bei den Hiragana. Und wenn wir dann mit Hiragana, Katakana fertig sind, haben wir eigentlich schon einiges an Grammatik abgedeckt und fangen dann mit dem Buch erst an. Das heißt, das Buch, das wir verwenden, ist ein komplett auf Japanisch geschriebenes Buch. Das heißt, dementsprechend funktioniert es nicht so gut im Einzel-, also im Selbststudium, obwohl es ein Begleitbuch dazu gibt. Aber ja. Und dort beginnt es dann eigentlich nochmal ganz von vorne, bis auf das, dass man Hiragana und Katakana schon beherrschen sollte. Und wir machen das eigentlich ziemlich ausgewogen, dass das heißt, wir konzentrieren uns jetzt nicht nur auf Vokabel oder nur auf Grammatik und nur auf Kanji und nur auf Dialoge, sondern alles zusammen. Es sind immer Vokabeln, Grammatik neue dazu, dann Dialoge, wo die neuen Vokabeln und die neue Grammatik vorkommt. Dann gibt es natürlich Hausaufgabe dazu, wir hören uns die Dialoge zusammen nochmal an. Dann gibt es Rollenspiele dazu, wo dann die neuen Vokabeln und die Grammatik vorkommen. Von Hausaufgaben her gibt es Übersetzungssätze, gibt es Einsetzübungen, gibt es einzelne Wörter, die man richtig reihen muss, damit ein richtiger Satz entsteht. Also wirklich üben und immer wieder sich diese Dialoge anhören. Lesen, laut lesen, die Dialoge abschreiben, also alles, was man aktiv macht, machen.
Ja, das machen wir dann so lange, bis wir uns mal die Grundgrammatik angeeignet haben. Wir lesen dann auch kurze Geschichten dazu. Wir hören uns auch dann schon erste Dialoge an, wo man ein bisschen Unterschied hört zwischen höflicher Sprache und neutraler Sprache. Wir machen auch Übungen, wo man dann ein bisschen was über die japanische Kultur lernt, wo es dann darum geht, um die, zum Beispiel die japanischen Feiertage zu erfragen, wann ist welcher Feiertag oder wann ist der Schließtag von diesem und jenem Restaurant, lauter solche Sachen, die man ja dann schon ganz gut verwenden kann in Japan. Und das geht einfach so weiter. Also immer Vokabel, Grammatik, Dialoge, hören, üben, Hausaufgabe, lesen. Und so weiter, bis man sich auf ein gewisses Niveau sozusagen herangetastet hat. Natürlich immer dazwischen Kanji-Überprüfungen dazu, wo wir lernen, wie man das Kanji richtig schreibt. Die Vokabeln dazu natürlich ganz wichtig, weil Kanji-Lernen ist Vokabellernen, nicht die Kanji einzeln, sondern als Vokabel. Und in den Wiederholungen, in den Kanji-Wiederholungen sind dann immer ganze Sätze, wo alles in ganz normal in Japanisch, also in Kanji und Hiragana geschrieben ist. Und dann ist die Übung dazu oder die Aufgabe dazu, dann die richtige Lesung darunter zu schreiben. Das heißt, während der Wiederholung bekommen die Teilnehmer wieder nochmal mehr Verständnis, wie der Satz funktioniert. Einfach durch das Lesen, durch das Überlegen, durch das Nachdenken. Was muss ich da jetzt machen? Wie funktioniert das jetzt, damit das jetzt einen richtigen Satz ergibt? Was könnte da denn jetzt wirklich reinpassen? Ja. Sehr viele Sprechübungen sind, glaube ich, ist schon ziemlich wichtig, ja. Wenn man jetzt niemanden hat zum Sprechen, einfach sich jemanden suchen, ob es jetzt ein Online-Tandem ist oder ob es einen Japaner hier in der Nähe gibt, vielleicht einen Übungspartner, der schon recht gut auf Japanisch ist oder was auch immer. Ansonsten hilft natürlich Nachsprechen. Also hören, nachsprechen, hören, nachsprechen oder eben die Übungen, die zwar ein paar Übungen sind, dann halt alleine zu machen. Also okay, jetzt sprechen wir das, was der A sagt und jetzt sprechen wir das, was der B sagt. Ja. Super wäre natürlich, wenn man jemanden hat, der die Aussprache kontrolliert. Ja. Genau, also das ist eigentlich, wichtig ist, dass man einfach ein Gespür für die Sätze bekommt, was sich natürlich anhört und dann eben schon langsam auch selbst Sätze bilden kann. Also nicht einfach nur Sätze kopieren, sondern auch eben durch die Grammatik, durch das Grammatikgerüst dann einfach noch befüllen mit den Vokabeln und dann eben einen Satz draus machen. Und dann Stück für Stück eben sich dieses Hörverstehen besser aneignen, indem man halt sehr viel Japanisch hört, sich Filme ansieht, sich Anime, Dorama, japanische Musik hört, was auch immer du gerne machen magst, mach es auf Japanisch. Kauft ein japanisches Kochbuch. Es wird wahrscheinlich ziemlich schwierig sein, aber vielleicht gibt es auch eins, das auf Englisch-Japanisch ist. Und dann hast du zumindest die englische Übersetzung dazu und kannst noch schauen, was ist denn jetzt das wirklich und so, ja. Genau. Der JLPT, also dieser Japanese Language Proficiency Test, ist auch eine gute Sache zu überprüfen, wie gut bin ich denn jetzt eigentlich schon? Wo habe ich jetzt noch Probleme? Ist es jetzt eher bei der Grammatik, ist es eher bei den Vokabeln, beim Hörverstehen oder was auch immer, oder sind es die Kanji? Was wollte ich jetzt sagen? Die Kanji. Also grundsätzlich eine gute Idee zum Wiederholen ist einfach das Buch, das du im Unterricht oder wo auch immer verwendest, diese Dialoge einfach sich alle nochmal anzuhören und zu schauen, verstehe ich alles? Also überhaupt grundsätzlich mal die Dialoge sich so lange anzuhören, bis man sie versteht, auch im schnellen Tempo. Und wenn es eben noch Probleme gibt, dann eben dieses Kapitel nochmal durchzuarbeiten, nochmal sich die Grammatik anzuschauen, sich nochmal die Vokabeln anzuschauen, sich nochmal die Dialoge anzuhören. Wiederholen ist das Zauberwort. Ja. Natürlich wäre super ein Aufenthalt in Japan. Ja. Japanische Freunde, Freundin, Freund, was auch immer du erwischen kannst. Heirate einen Japaner, aber das muss auch nicht heißen, dass du dann wirklich Japanisch sprichst, wenn, vor allem wenn der Japaner dann deine Muttersprache schon kann. Was bei mir nicht der Fall war. Ja, ansonsten so viel wie möglich auf Japanisch machen. Einfach die Möglichkeiten, die du hast, und ich bin mir sicher, du hast schon einige Möglichkeiten, wie du Japanisch hören, üben, was auch immer kannst, verwende das, was du hast, ja. Es sollte natürlich etwas sein, mit dem du doch auch wirklich selbstständig was machen kannst, ja. Geh einen Kurs, buche mich, buche online.
Es geht auch online. Also alles ist möglich. Es ist nur, kannst du es umsetzen? Bist du so viel an Motivation, also bist du so motiviert, dass du wirklich das durchhältst? Auch wenn manchmal so eine Motivations, sozusagen, ein Tief kommt, ja. Mach weiter. Schau dir etwas an und merke, dass du jetzt schon mehr verstehst als vorher. Es geht nicht von heute auf morgen. Auch ich habe nicht von heute auf morgen Japanisch gelernt. Nein, im Gegenteil. Ich war im Vergleich zu meinen Schülern ziemlich schlimm dran. Also ich habe ja 3 Anläufe gebraucht, um die Hiragana Katakana wirklich zu lernen. Ja? Jeder macht da seine Erfahrungen. Und mir wäre natürlich am liebsten, dass du diese Erfahrungen alle nicht machst. Darum bin ich ja hier und mache diese ganzen Videos für dich und hoffe, dass du durchhältst und es schaffst. Ich bin für dich da. Gambarimashou, lass uns unser Bestes geben. Ja, freue mich auf dich, wenn du noch irgendwelche anderen Fragen hast. Und wenn du jemanden kennst, der jetzt auch gerade so ein bisschen Hilfe brauchen könnte, tagge ihn hier einfach in den Kommentaren. Ich freue mich. Matane.